Elizabeth. Oh Gott. Ich komme. Warum hast du mich hergebracht, du Sau? Ladebildschirm. Ja, okay. Oh Gott. Bereite mich gerade mental darauf vor, dass ich gleich wegrennen muss wahrscheinlich. Und dann wahrscheinlich den Weg nicht mehr zurückfinde bei all den Ecken und Orten und allem. Aber ich muss ja, glaube ich, nur leise sein. Die sehen mich ja nicht. Oh, da kann er auch irgendwie nur für 10 Sekunden die Luft anhalten. Wo bin ich denn jetzt? Okay, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich draußen bin. Hundi! Mhm. Schönstes Lied ever. Ich weiß nicht wieso, aber draußen fühle ich mich irgendwie gerade wohler als da drin. Kann ich rennen, kann ich noch? Und da hinten brennt es. Bezweifle, dass hier draußen Zylinder sind. Garde haben wir gerade nicht. Wir müssen aber noch den Männern folgen. Oh, da läuft noch einer. Wunderbar. Kommt er auf mich zu? Scheiße. Ich bin gar nicht da. Geh weg. Ich dachte, die sehen mich nicht. Oder geht er einfach nur seine Runden? Oh, ein Hund. Hundi! Hundi, komme und rette dich gleich. Okay, da geht einfach nur seine Kreise hier. Geht er jetzt wieder zurück? Nee. Ich will nur deine Musikstatuette klauen. Mehr will ich gar nicht. Und irgendwie da durchkommen. Was hast du denn da aufgehangen? Sind das Hasen? Die mitnehmen. Nein, kann hier gar nichts mitnehmen. Hör auf zu husten, Mann! Ah ja, erstmal eine Runde lesen. Ich höre Geflüster über die Familie Williams und die Sünden, die sie begangen hat. Es gibt zu viele Hinweise darauf, dass die Williams keine ehrlichen Menschen sind. Der Anführer dieser kriminellen Bande. Jebediah Williams ist das Oberhaupt der Familie Williams. Sie sind weit mehr als nur eine einfache Fischer mit langen Fingern. Was? Sie sind weit mehr als nur einfache Fischer? Achso, mit langen Fingern. Das Ganze ist ungewöhnlich und verdächtig. Ich bin mir sicher, dass sie schuld sind an den verschollenen Schiffe der vergangenen Jahr bei Skier Island. Die armen, verlorenen Seelen an Bord dieser Schiffe. Geopfert für den schnöden Mammon. Ich bin auf ihrer Insel verborgen und werde die Wahrheit herausfinden. An dem Gerücht muss etwas dran sein, wo kein Feuer, da kein Rauch. Die Williams-Familie ist eine Bande von Schmugglern, Dieben und Mördern. Ich werde sie entblößen, damit die guten Menschen die Wahrheit erfahren. Mhm. Ist das dein auch ein William, der da rumläuft? Was hat denn der hier ermordet? Für ein Riesenviech. Kommt er mir nach? Nein. Guter Mann. Jetzt muss er plötzlich auch nicht mehr husten.
ist denn der Hundi? Oh, Hundi! Warum muss er denn beim Feuer immer so abhusten? Meine Güte. Es ist nur Feuer, Mensch. Hundi! Hundi! Die einzig gute Seele hier wahrscheinlich im Spiel. Okay, hier ist wieder Feuer. Reizhusten! Ja, merke ich schon. Okay. Ja, jetzt hör auf zu husten, Mann. Nein, Friedhof. Warum bin ich jetzt auf einem Friedhof? Wo ist der Hund hin? Warum dampft es hier so? Soll das Nebel darstellen? Die sehen doch relativ neu aus. Was ist das hier? Pavel Fops. Komm hier nicht durch. Okay, da ist noch ein Gebäude. Das einzige Grab mit Lichtern drauf. Hey, und ein Schnaps. Geil. Hundi, ich höre dich. Okay, da komme ich nicht rein. Glaube ich. Müssen wir denn jetzt lang? Oh, ich glaube, da geht's noch durch. Oder? Nee. So, ja, er fängt wieder an zu husten, ja. Komm. Wo ist denn der Hund hin? Hundi. Ich weiß nicht, wo lang. Sehe ich den Weg gerade nicht? Oder muss ich wieder zurück? Ich habe bisher nur Heilung gefunden. Und hier ist irgendwie Musik. Aber das Ding kriege ich auch nicht auf. Hundi, wo bist du? Wo muss ich denn hin? Ah, Jebediah Williams. Achso, das ist auch ein Grab hier. Warum ist denn da eine Treppe? Oder ist das so eine Art Mausoleum da unten? Wo ist der Hund hin? Aber wozu bin ich überhaupt nach draußen gerannt, wenn ich jetzt wieder nach drinnen müsse? Und wo ist Batman? Der könnte mir jetzt auch weiterhelfen. Wenn dieser nur wieder Erde hier seine Kreise dreht, muss ich vielleicht durch ein Grab steigen. Vielleicht ist das der Weg, wenn ich hier durchkomme. Kann ich hier irgendwas machen? Nö.
wir auch nicht lang. Ich kann den aufs Grab steigen, so respektlos kann ich sein. Schön. Hat mich irgendwie auch nicht weiter. Dieses Grab ist irgendwie auch nur wegen den Kerzen auffällig, aber sonst. Oh Gott. Bei. Qua. Emergency? Nein, keine Ahnung. Das Ding ist irgendwie so auffällig, aber. Was haben wir denn gerade? Zylinder haben wir. Komische Notenblätter und was zum Heilen. Phonographen, Sammelobjekte. Dokumente. Wo ist denn der Hund? Ich höre den die ganze Zeit. Wo ist der hingelaufen? Hundi. Muss ich hier irgendwas triggern oder so, dass das weitergeht? Oder muss ich einfach wieder zurücklaufen? Das würde auch irgendwie nicht so viel Sinn ergeben. Hier draußen habe ich irgendwie auch noch nichts gefunden, außer die eine Heilung. Oh, Prudence. Ah. Prudence Williams, die Mutter. Oh, jetzt geht's weiter. Ich glaube, damit haben wir die Aufgabe mit dem Folge den Männern erfüllt. Oh no. Wunderbar. Einfach mal durch den Grab gefallen. Ah, das sieht nicht so gesund aus. Ich hoffe, der Dude springt hier nicht gleich auf den Kopf. Okay, ich mach mal eine ganz kurze Pause und bin gleich wieder da. Kann ich das? Nee, kann ich nicht mitnehmen. Aber so krass dunkel ist es zum Glück noch nicht. Liebe Brüder und Schwestern, der Hohe Rat der Stillen lädt euch dazu ein, der Kraft des Liedes aus unserer Quelle zu lauschen. Gemeinsam werden wir die wahre Macht erlangen. Bringt unbedingt eure Opfergaben aus Fleisch und Knochen mit, um die innere Schwäche zu opfern und euch uns im Ritual der Wiedergeburt anzuschließen. Vergesst eure stillen Gewänder nicht, um euch von den Kopfwarten abzuschirmen. Unsere geliebte stille Jüngerin Prudence hat sich bereit erklärt, als Priesterin zu fungieren. Das ist eine große Ehre für uns alle. Sie wird bei der nächsten Versammlung der Brüder und Schwestern salbungsvoll ihre neue Position einnehmen. Stiller Referenz, Jupiter Williams. Haben die hier eine Sekte irgendwie zusammen? Ah ja, Kultbrief. Ah, schön. Kult der Williams irgendwie aufgebaut und die Mutter ist jetzt die Priesterin. Schön. Zumindest glaube ich, dass Prudence die Mutter war. Okay, die Särge sind sehr hoch. Ich dachte gerade, ich wäre in der Hocke. Speichern. Juhu.
Das mache ich doch gerne. That's all well and good you saying that, but I don't see why I shall need your assistance. I like it less than you. I have other jobs need attending, but your father insisted. Make sure she practices. She must be ready. His very words. Be ready for what? This here contraption is spinning. So go on with you. Start your singing. He said be ready for what? Well, well, how should I fucking know my brother's mind? Fucking hell, lass. Are you bloody well gonna sing or what? Fine, then. Unser Bruder ist irgendwie. Ist er mal schneller sauer geworden, habe ich das Gefühl. Ah, jetzt kommt die Musik, die schöne Musik wieder. Die kann gerne weiterspielen. Der Vater der Sektenanführer, ey. Der hatte doch irgendwas vor. Hier ist Shepardias Mausoleum, habe ich es genannt. Was ist denn das? Ach, ein Schädel. Solange die Toten hier nicht mehr rumwandern. Das ist schon wieder so ein komisches Seelending. Eine Kiste. Oh nein. Auf zu husten, Mann. Gold. Februar 1874. In der vergangenen Nacht hat der Sturm des Jahrhunderts die Insel gebeutelt. Die Männer berichten von einem Schiff, das sie vor der Küste gesehen haben wollen. Vater hat angeordnet, dass wir das Leuchtturmfeuer ausmachen. Die Männer haben mich informiert, dass ein Schiff an der Felsküste im Osten von Scare Point auf Grund gelaufen ist. Sie sind erstaunt, ob der Größe des Kahns, auf dessen Backbordseite ein Schild mit dem Namen des Schiffes zu finden ist, HMS Providence? 10. Februar 1874. Hallo Baxa, willkommen zurück. Meine Männer haben auf Befehl meines Vaters die Überreste des Schiffs in die Höhle unterhalb von Scare Point getragen. Wir haben geborgen, was wir konnten, alles Wertvolle und vor allem den Inhalt des Laderaums. Ach, deswegen liegt hier so viel Gold rum. 11. Februar 1874. Wir haben etwas im Wrack entdeckt, verborgen im Laderaum. Etwas, was ich bisher noch nie gesehen habe. Es ist am Leben und in einem wirklich jämmerlichen Zustand. Vater ist der Meinung, dass die Kreatur zum Glück so geschwächt ist, denn sie versucht zu singen. Das ist ja schrecklich. Ich glaube, da kannst du auch größere Probleme haben als das. Beim Ausräumen des Laderaums haben einige der Männer angefangen, sich in der Gegenwart dieser Kreatur seltsam zu verhalten. Der Gesang scheint selbst in dieser geschwächten Form eine merkwürdige Wirkung zu entfalten. Ich finde das faszinierend und muss mir Notizen dazu machen. Vater scheint besorgt zu sein. Mehr und mehr bringe ich über diese geistlose Kreatur in Erfahrung. Offenbar lockt sie mit ihrem Gesang ihre Beute an, um sie dann zu verschlingen. Sie überlebt sie. Vater fängt langsam an, das Potenzial dieser Kreatur zu erkennen, was wir mit dieser tödlichen Fähigkeit alles machen könnten, wenn wir sie nur irgendwie unter Kontrolle brächten. Hat er deswegen seine Tochter auch noch mit eingesperrt wegen dem Gesang? Das hat er bestimmt auch schon wieder ausgenutzt. 15. Februar 1874, Vater hat damit begonnen, die Kreatur auf Scare Point einzusetzen. Sie ist an den Leuchtturm gekettet und lockt Schiffe an. Wie so eine Sirene, glaube ich, oder wie die hießen. Damit können wir unsere Einnahmen aus den Schiffbrüchen erhöhen. Wow, die sind ja richtig toll. Aber ich habe weitere Pläne, wie wir die Kraft dieses Gesangs weiter nutzen könnten. Mit der Hilfe meiner geliebten Prudence. Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, die Idee meines Vaters vorzustellen und seinen Segen dafür zu erhalten. Isaac Williams. Wollen sie die Mutter jetzt auch noch da anbinden? Leuchtturm. Doppelt hält besser. Ah,
HMS Providence, das Schiff. Boah, diese Geräusche. Machen mich fertig, ey. Ja, da hatten aber echt ein tolles Businessmodell. Reich werden mit Schiffsbrüchen. Was steht hier drauf? Taylor and Lewis Cards, okay. Oh, hier ist doch bestimmt wieder irgendein Viech oder so.